Und heute in dem Teil zeige ich euch, wie ich die feinen Striche hinmache und dann noch die Schablonierung anbringe, mit welchem Programm. Ja, eine Schablone zu fertigen ist gar nicht so schwierig. So schaut das Ganze dann aus. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Ja, für die Striche, für die Abfassungen der Faschen benutze ich den Sockelfarbton, ein dunkleres Grau. Man kann da mit einem Malerstock arbeiten. Das ist jetzt erstmal ein Strichzieher. Man kann dann, wie gesagt, mit diesem Malerstock arbeiten. Das ist ein Rundstab mit einer Kugel vorne dran, als Führungshilfe, sage ich mal. So funktioniert das Ganze. Ihr haltet es hin und streicht dann mit dem Pinsel einfach entlang. Ja, das ist die eine Methode. Die andere Methode, die mir lieber ist, ist Freihandarbeiten. Hört sich jetzt schwierig an, ist es aber nicht, weil wir haben eine Referenzkante in meinem Fall. Diese Putzkante, an der Kante entlang, kann man mit dem Pinsel wunderbar arbeiten. Und da mache ich jetzt, ja, die ganzen Abfassungen freihand. Grundvoraussetzung ist natürlich ein super hochwertiger Pinsel. Da braucht ihr nicht anfangen mit so einem günstigen Discounter-Ding. Ich habe ja mein Werkzeug von Relius Prosol, wie immer. Ihr könnt natürlich auch gucken, ob ihr im Internet ähnliche hochwertige Produkte findet. Ich verlinke euch auf jeden Fall diesen Strichzieher, soweit ihr den findet im Internet, ja, bei Amazon. Und ihr solltet natürlich nicht gerade 10 Tassen Kaffee getrunken haben da davor, ja. Also eine ruhige Hand ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich Konzentration und Geduld. Solltet ihr euch mal vermalen, kein Thema, dann nehmt einfach mit hoch zum Arbeitsplatz, in meinem Fall weiß oder das helle Grau. Ich will jetzt nicht aufmucken oder so, aber ich habe mich nicht ein einziges Mal vermalt. Zumindest nicht relevant vermalt. Man kann ruhig ab und zu mal ein bisschen abweichen von der, ja, vom Kurs, sag ich mal. Es macht nichts aus, weil an der Fassade schaut niemand 5 cm davor hin, sondern man sieht das Ganze ja aus der Entfernung. Das muss man auch immer beachten, dass man das eigentlich immer aus der Entfernung sieht. Aber wenn man da mal kurz einen Millimeter hin oder her streicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Das interessiert niemand. Deswegen müsst ihr da ein bisschen über euren Schatten springen und nicht zu pingelig sein mit euch selber. Natürlich kann man das auch abkleben, da unterläuft euch aber dann wahrscheinlich auch die Farbe, außer ihr streicht mit dem Unterton dann das Klebeband über, dann schließt sich jede Lücke am Klebeband und es unterläuft keine Farbe. Freihand ist aber trotzdem sinniger, finde ich jetzt. Übt einfach mit einem Strichziehpinsel, der Pinsel ist nicht umsonst so entworfen, dass man da Striche ziehen kann. Viskosität, also die Verdünnung von der Farbe, ist auch sehr wichtig, damit das auch sich gut streichen lässt. Ich benutze PixArt, das ist eine App, hier in dem Fall auf dem Smartphone, zum Vorlagen gestalten. Da könnt ihr den Hintergrund entfernen, ihr könnt die Größen anpassen, ihr könnt natürlich auch Sachen entfernen und radieren, ihr könnt das ganze Motiv drehen und auch die Transparenz ändern. Dann habt ihr ungefähr schon einen Anhaltspunkt, wie das eventuell am Gebäude ausschauen könnte. Das seht ihr, es ist eigentlich ganz easy. Das Programm, da gibt es eine kostenlose Version. Ich habe die kostenpflichtige Version, weil ich das auch beruflich benutze. Deswegen war mir das dann egal, dass es was kostet. So, das ist die Grundbasis. Sehr verpixelt, weil das ist ein sehr schlecht aufgelöstes Foto. Ja, kurz ausmessen, ganz wichtig natürlich. Und auf diesem Programm, ich verlinke euch beide Tools, natürlich in der Videobeschreibung. Dieses Programm nennt sich Easy Poster Printer. Und mit diesem Programm könnt ihr DIN A4 Formate schon einsehen und ausdrucken, wie ihr jetzt seht. Natürlich ist das jetzt von der Qualität ein bisschen verpixelt, das macht aber gar nichts. Ich habe hier so Kartonagen, ja, Millimeter stark, weiß gar nicht, wo das herkommt, egal. Auf jeden Fall muss man jetzt die Seiten sortieren. Die leeren Seiten kann man gleich mal entfernen, das ist halt irgendwann mal ein Schmierpapier. Und dann wird das Ganze sortiert. Natürlich mit Sprühkleber fixieren und ein schönes, scharfes Cuttermesser braucht ihr natürlich auch. Ganz einfach eigentlich, kann man nichts falsch machen. Das Sortieren dauert ein bisschen, weil leider ist bei dem Programm jetzt keine Nummerierung drauf. Kann man bestimmt einstellen, dass da eine Nummerierung dran ist. Wäre wahrscheinlich einfacher. Ja, nach einer kurzen Sortierzeit fixiere ich das jetzt alles mit dem Sprühkleber. Ihr müsst da nicht alles voll einsprühen, weil das Papier sowieso wieder entfernt wird später. Also nur ganz leicht annebeln und dann könnt ihr das auch schon hinkleben. Und es muss auch nicht aufs Müh genau sein, ja, weil mit dem Cuttermesser schneidet ihr sowieso dann mit Augenmaß viel mehr. In diesem Fall sowieso, weil, ja, ihr seht ja, wie verpixelt das ist. Wenn das jetzt gerade schöne, scharfe Linien wären, würde die Welt anders ausschauen. In meinem Fall reicht es so. Und mein Karton ist ein bisschen zu klein, deswegen mache ich noch die überstehenden Ecken, die noch fehlen, separat hin. Ja, total easy. Da kann man ein bisschen flexibel dann sein, es geht alles. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Schneideunterlage zu nehmen, weil mit dem Cutter müsst ihr schon relativ fest drücken bei einem Millimeter starken Karton. Ja, die Schneideunterlage hat schon bessere Zeiten gesehen. Die stammt noch aus meiner Airbrush-Vergangenheit. Passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Diese Dinger sind brutal scharf. Ja.
Verwendet aber auch nicht wirklich dünneres Material, wenn ihr jetzt nur Papier nehmt, das funktioniert nicht. Erstens weht es euch das wahrscheinlich durch Wind dann weg von der Fassade und zweitens löst sich das auch ziemlich schnell auf durch die Farbfeuchtigkeit. Und wenn ihr einen Wellpappkarton nehmt, funktioniert auch nicht. Die lösen sich meistens auch auf, die Wellkartons, also die Wellpappe-Dinger. Nehmt einfach einen durchgehend gleich starken Karton, dann tut er euch auf jeden Fall am leichtesten. Man kann natürlich auch solche Schablonen mit einer Folie fertigen, beispielsweise an einem Schneideplotter. Das ist dann quasi wie ein Drucker, der mit einer Klinge ausgestattet ist und euch das selber schon ausschneidet. Natürlich hat nicht jeder einen Schneideplotter. Wenn ihr jemanden kennt, der einen Schneideplotter hat, dann ist das natürlich von Vorteil. Mit Klebefolien kann man das, wie gesagt, machen, kein Problem. Ich nehme halt das her, was ich zur Verfügung habe und das kostet am wenigsten in meinem Fall. Einfach nur ein Karton. Den kann ich auch wiederverwenden, ja. Eine Folie nicht. Eine Folie, ganz schwierig. Es kann funktionieren, dass man eine Folie mehrmals verwendet, aber eigentlich nicht, weil die dann voller Farbe ist und auch nicht mehr diese Klebehaftung hat. So, Papier wegreißen, das lose Papier wegreißen und dann ist die Schablone fertig. Um die Farbe aufzubringen, gibt es sogenannte Schablonierpinsel in verschiedenen Größen. Ich habe hier so ein Dreier-Set Schablonierpinsel. Das sind kurze Haare, kurze Borsten und dann wird gestupft. Ungefähr so. Mit ganz wenig Farbe, damit nichts unterläuft. Dann brauchen wir einen Zollstock, einen Meterstab, einen Gliedermaßstab, wie auch immer ihr das nennt, und eine Wasserwaage. Natürlich auch Klebeband und dann geht's hoch zur Hebebühne. Wenn ihr zu zweit seid, tut ihr euch auf jeden Fall leichter. In meinem Fall, ja, in der Hebebühne hat es erstens nicht den Platz für zwei Leute und ja, es wird dann auch vom Gewicht her ein bisschen schwierig, weil die Hebebühne ist nur für eine Person ausgelegt. Auf jeden Fall müsst ihr dann gucken, dass alles schön gerade ist, im Wasser quasi, in der Wasserwaage, im Wasser, ja. Und dann könnt ihr das hinkleben, schön kontrollieren und drückt das Klebeband auch wirklich fest hin, nicht, dass das euch runterfällt, während ihr die Schablonierungsmethode dann anwendet, ja. Das wäre nämlich fatal, wenn das dann runterfällt, dann könnt ihr alles wieder hinpappen und euch verrutscht das vielleicht, das wäre nicht gut. Und das ist auch wirklich ganz einfach. Es gibt zwei Sachen, auf das ihr wirklich aufpassen müsst. Nummer eins wäre, nehmt nicht zu viel Farbe, weil sonst unterläuft es euch. Und streicht nicht. Immer stupfen. Wenn ihr streicht, dann streicht ihr eventuell die Farbe unter die Schablone. Und wenn ihr zu viel Farbe macht, drauf macht, dann quillt euch die Farbe wahrscheinlich auch unter die Schablone. Im Prinzip sind das die zwei Sachen, auf die ihr aufpassen müsst. Ja, nehmt einfach weniger Farbe und geht dann öfters drüber, bis ihr den gewünschten Kontrast habt oder die gewünschte Farbtiefe erreicht. Man kann natürlich das jetzt so fein machen, dass es fast schon ausschaut, wie wenn es mit einer Sprühdose lackiert wäre oder halt allgemein gesprüht wäre. Aber das braucht es alles nicht. Ich mag das ein bisschen grob, dann schaut es schon ein bisschen authentischer aus, finde ich jetzt. Jetzt seht ihr das Ganze noch von nahem. Ja, die Farbtiefe erreicht man, wenn man so ein bisschen die dunkleren Stellen, ein bisschen die hinten reinlaufen sollen, ein bisschen dunkler macht, dann schaut es viel dreidimensionaler aus. Man könnte theoretisch auch diese Spalten ein bisschen schmäler machen oder alles noch mit einem Strichzieher umranden, aber den Aufwand wollte ich jetzt nicht betreiben. Es wirkt sonst sofort überladen. Ich finde es so ganz dezent, schaut cool aus. Ja, endlich habe ich diese Seite vom Haus fertig und so geht es dann am ganzen Gebäude weiter. Step by step, ohne Stress. Ah, Moment, da war ja noch was. Ah. Super, super. Ja Leute, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt mein Dreiteiler im Prinzip zu der Giebelseite vom Haus. Das war die Ostseite. Dreiteiler darum, weil sonst wäre das zu lang geworden. Sonst hätte ich im Endeffekt wahrscheinlich 40 Minuten Videomaterial für ein Video. Das wäre zu lang. Deswegen habe ich drei Teile gemacht. Schaut gerne die anderen zwei Teile noch an, die ich euch verlinke. Ciao. Whoa!